So, grüß euch, da ist wieder Rucksacktaxi. Ich bin wieder am Parkplatz Ledersturm in Fraßdorf und zeige euch heute einmal einen Weg, der im unteren Drittel vom Parkplatz beginnt. Da stehe ich fast daneben. Und das ist die andere Seite vom Bach, wo man zur Hofalm raufkommt. Los geht's! Gleich an dem Verbotsschüttel beginnt die Tour. So, jetzt bin ich auf der Holzbrücke, ziemlich rutschig. Und gehe die Straße hinter mir da, die man sieht, rauf. Bis zu der Viehweide, auf der der Weg dann erst einmal links verläuft. Um an der Ruine gehen wir rechts und queren die Wiesen auf der Höhe der ersten Bäume. Das ist eine schmale Fahrspur, die im Wald in einen Steig übergeht. Das Wetter verspricht heute eine tolle Aussicht. Einmal müssen wir so einen Rinnsal überqueren, dann wird der Weg steiler. Tendenziell führt der Weg leicht rechts einen Hang rauf, bevor wir oben von der Querstraße aufgefangen werden. Wir bleiben auf der Straße, auf der fast nie ein Fahrzeug unterwegs ist. Da ging es wieder rechts zur Straße rüber. Da kommt man oberhalb vom Zellboden wieder raus. Wir gingen weiter Richtung Hofalm. Wenn es sehr dreckig ist, kann man auch ca. 50 Meter rechts gehen und dann links, damit wir da dann wieder zusammentreffen. Wir kommen schon auf die Hofalm. Der Grom gibt uns die Richtung vor. Da ist gerade nichts los. Rechts am Zaun entlang geht es in einem Rechtsbogen Richtung Zellerhorn runden. Wir gingen erst rechts, bevor wir die Straße links wieder verlassen. Ogschrim ist der Riesenberg und Tochris. Für uns geht's da trotzdem zum Laubenstau weiter. Wir sehen runter zur Stum, ehemalige Fraßdorfer Hütten. Die Internetseiten zu Hütten findet ihr aber immer in Touren von Rucksacktaxi.
kurz hinterm Zaunüberstieg, biegen wir in den Steig links ab. Der Steig ist ganz gut erkennbar, obwohl es keine Markierungen gibt. Mein lieber Specht, der war fleißig. Die verschneite Straße verlassen wir gleich wieder, sobald es in einen Rechtsbogen übergeht. Der Weg schlängelt sich leicht bergab durch den Jungwald. In etwa Luftlinie hinter der großen Fichten geht's rauf, immer ein bisschen rutschig. Um ankommen, folgen wir dem Gram, am besten bis zum Ende. Ich hab ja einige vor mir, rechts rauf abkürzt. Es lohnt sich aber nicht, weil man ständig wegrutscht. Es ist echt besser, dem Gram zu folgen und dann am Brunner vorbei rechts zum Laumstor aufzugehen. So, das war der Laubenstor über den Steig. Heute mit ordentlicher Aussicht, nicht wie beim letzten Mal. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern.